Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietz mit TV. Seit Ewigkeiten mal wieder mit allen. Ist das nicht toll? Morgen, es ist vorbei. Und jetzt schauen wir uns an, Pietz mit kocht Beef Wellington, wo Christian nicht dabei ist. Das heißt, da kannst du dir mal angucken, was wir für eine Kacke gemacht haben. Was? Und wir gucken wie kann man uns auch Kacke an. Bei Beef Wellington machen? Ist dann ja auch Fleisch nicht. In voll Blätterteig geil. Und fertig? Ja. Und gucken wir uns dann mal an. Moin, meine kleinen Schnittchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Pietz mit kocht. Heute kommt was ganz, ganz, ganz Geiles hoffentlich. Was sehr, sehr Leckeres. Und das war Gordon Ramsays X-Mas Beef Wellington. Ein Wintergericht, während es sehr, sehr warm ist. Eine köstliche Variante des britischen Klassikers. Knoblauch. Und Knoblauch. Sie sind schon ein bisschen älter und deswegen angebräunt. Maronen vorgekocht. Das war tatsächlich richtig schwierig. Deswegen. Warte mal, sind Maronen nicht Kastanien? Oh mein Gott. Das war super easy, war das. Ich habe keine Maronen. Ich habe in zwei Supermärkten. Ich habe in einem riesigen Supermarkt warte mal. Gesucht. Warte mal, sind denn, kann man das jetzt mal bei einer beantworten? Maronen weg. Sind das Kastanien? Ja. Das sind doch Kastanien, ne? Das ist richtig. Ja. Ja, die kannst du da draußen sammeln gehen. Ich meine, musst du die Dinger zwar aufmachen, weil die sind noch nicht ganz fertig, aber. Das sind doch keine Maronen da. Ne, die normalen Kastanien sind giftig, oder? Ja. Hey Jay, ich schließe mich dir an, ne? Brätst du die ein bisschen oh also, mein Gott. Ich weiß halt nicht, Bram, was also, Alter! Wir wohnen in der gleichen Peter Stadt. Kriegt aber Bram nicht. Er geht doch im gleichen Laden einkaufen, oder nicht? Nee, ich habe ja Rewe Lieferservice. Ich glaube, da benutzt Bram nicht. Bei Kaufland gab es keine Maronen. Ja. Als ob bei Kaufland weißt du wo? Parmaschinken, Thymian, Weißwein, Eier, Senf, Mehl, Blätterteig. Ey, Bohnen haben dieselbe Konsistenz, dachte ich mir. Und ein großartiges Schweinefilet. Okay, Alter, das war ein bisschen belastend. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie an Schwein gedacht die ganze Zeit. Mich wieder bei Kreuzers bestellt, unserem Partner. Könnt ihr euch einen Account machen, da den Pietzmeet den Promocode Pietzmeet eingeben. Dann bekommt ihr Kreuzers Prime. Keine Lieferkosten. Ist schon sehr, sehr geil. Qualität ist super von Kreuzers. Wir sind da sehr zufrieden mit. Und ich habe mir wie immer mein Rezept auswärmen versprochen. Guck mal, wie du das für zwei Personen runtergerechnet hast. Immerhin hat er die richtige Adresse genannt. Ist das Pi? Ja. Das ist geil. Gedruckt und irgendwie, ich weiß nicht, ob meine Waage das kann, aber es wird heute tricky, das genauso hinzukriegen. Für zwei Personen 0,333 Gramm Steak ist aber auch schon sehr, sehr traurig. Das stimmt allerdings. Ich mal einmal sagen, also 333 Gramm. Ja gut, du hast aber auch natürlich Blätterteig ja dabei, auch 400 der füllt. Gramm. Ja, aber 150 Gramm Steak ist doch völlig in Ordnung. Du hast ja noch Blätterteig da drum. Der ist halt krass. Jonathan hatte großzügig mit grob gemahlenem Salz und Pfeffer bestreuen und da drin der Filet darin wälzen, bis es rundrum schön von Salz und Pfeffer umgeben ist. 1,1 Kilogramm. Ich habe jetzt eine neue Kamera für Andy, damit er zufrieden ist. Jo, hey, mach dich doch mal ein bisschen zentraler. Ich finde die Kameraoptik so gut. Dafür sieht man schlechter, wenn du irgendwelche Sachen schneidest. Also, dafür habe ich jetzt. Ja. Nein. Ich habe später klüger nachgedacht. Ich musste halt im Hintergrund musste ich mein Kühlschrank abhängen, weil da Familienfotos hängen. Oh Leute, ey, hier, liebe Zuschauer, wenn ihr so ein richtig geiles Gerät habt, ja, dann könnt ihr jetzt oben rechts in Jays. In Jays Kochtopf, der da auf der Mikrowelle steht, können wir irgendwelche Sachen sehen, die man nicht sehen darf. Jays Arschritze. Ja, mein Rücken. Ja. Aber warst du beim Friseur, Jay? Ja. Nee, stimmt. Oh. Haare. Das ist ein Sommerhaarschnitt. 6 mm. Bitte mit Maschine. Sagen. Psst. Ja. Wer geht nicht? Das 25 Euro, alles klar. Nee, er hatte 20 gekostet. Und ich mache noch schön Trinkgeld, weil die tun mir alle leid, die Friseure. Ja, ist halt echt oh, so. Oh ja. Zu viel. Ich habe meinen letzten Schnitt umsonst bekommen. Warum? What? Wegen der Hochzeit. Ah. Meinte so, ja, komm, hier schenke ich dir. Ich so, das nein. Ist ja geil. Ja. Ah, du hast 20.000 Euro gelassen. Komm, kriegst du oben drauf. Wait, verstehe ich nicht. Ach so, weil deine Frau da auch bei dem gleichen Friseur ist, oder was? Und der Desse. Weil ich dem gesagt, also wir hatten halt, ne, das ist ja schon lange geplant, dann gehst du da hin und sagst, ey, ich heirate an dem Tag und dann komme ich
dann vorbei. Sagt er, nee, komm lieber eine Woche vorbei, weil, ne, Trick 17, sonst sieht das so aus, als wärst du genau extra dafür beim Friseur gewesen. Und dann war ich eine Woche vorher da und dann sagte der, ja, nee, passt schon. Das ist ja voll nett. Ja, und ich wollte ihm Geld andrehen, und dann wollte er einfach nicht. Nimm mein Geld, du Sau. Voll der Service, ey. Guck mal, der hat so viel Geld einfach in den Scheiß reingetan, dass er so schnell rausfriemeln konnte, und er war ich schon weg. Das war gut. Ja, so verdient man Schwarzgeld einfach. Nee, passt schon. Und dann gibt man einfach 30 Euro in Schwarzgeld. Ja. Okay. Trinkgeld. Schon Bock drauf, ne? Oh, guckt euch das an. Was die Libra-Version erwischt. Ja, aber immerhin ist nicht auf den Boden gefallen. Ja, ja, das wäre echt scheiße gewesen, Mann. Oh. Ah, das ist das. Ich hab's kaputt gemacht. Ein bisschen Chili-Salz. Wieso macht man das denn, dass man das auf dem Brett dann so macht? Damit das besser überall hinkommt? Und wieso hast du zwei Scheiben? Ich hatte nicht dieses 1-Kilo-Ding, weil das hätte ich niemals aufgekriegt. Ich habe die 400-Gramm-Variante bestellt. Und das waren zwei 200-Gramm. Genau, das waren zwei 200er. Ich find's okay. Super, dass Sepp das immer noch auf dem Herd macht. Warte mal, ich benutze mal kurz eine Pfeiltaste. Boah, krass. Ein Brett dann so macht, damit das besser überall das hinkommt und nicht so geht runterfällt. Kommentare. Ja, dafür sind die Pizza mit Kochschützer und da. Das ist noch gutes Meersalz aus Holland. La Palma. Gut, und das geht jetzt in die Pfanne. Dafür mache ich dann mal die Pfanne ein. So, dann kleben wir doch einfach unser. So. Ich habe gestern noch das Bier weggeschüttet, weggetrunken, meine ich natürlich. Nein, ich habe gestern wirklich das Bier noch zum Grillen getrunken, was wir gekauft hatten, als wir zur LAN da an der Talsperre da waren. Ja, das geht aber. Ui. Ja, ja, das ging auch noch. Das ist ja Anfang des Jahres gewesen. Ja, ja, das ging auch noch. Aber vor Corona. Ja, so lange überlebt Bier hier mitten nicht. Mitten in Corona. Richtig schön. Rezept hier hin, dann liegt das auch nicht mehr so rum. Was auch müssen wir danach machen? Das Fleisch? Ah, oh, jetzt guck ich die ganze Zeit hier so unten auf dem Boden, aber es hängt doch da. Ja, auch gut geschnitten. Finde ich schon stark. Immer auch aus der Pulle, ey. Wert wahrscheinlich. Da. Ja. Was Hallo? Möchtest du sagen, Peter? Peter existiert. Ja, während deine arme Schwangere, ich weiß nicht genau. Der Freundin dann irgendwo rumsitzt. Frau, kannst du ruhig sagen. Okay, das war mir nicht klar, ob ich sagen kann oder nicht. Ich weiß nicht, ob man sehen, dass ich sowas wie einen Ring trage, Peter. Okay. dann irgendwo sitzt und nicht trinken kann, während er sich da eine Pulle nach der nächsten. Die hatten, also wir haben gestern nochmal darüber geredet, wir waren gestern beim Italiener, meinte sie auch so, boah, ich vermisse das schon ein bisschen, dann mal so ein Weinchen zu trinken. Dann hast du gesagt, kein Problem, gib mir mal dein Glas, ne? Immer beide leer. Einfach rein. Ich genieß für dich. Ja, stimmt, wie bei How I Met Your Mother, just a little bit. Ja. Aber gestern hatten wir Leute neben uns sitzen, die dann nicht drauf geachtet hatten, dass meine Freundin Frau schwanger ist und haben dann angefangen, sich da jeder eine Zigarette anzumachen. Oh mein Gott. War dann ganz schön geil. Und wir so, Entschuldigung. Und die dann so, ja, Entschuldigung. Ja, kannst du ja reingehen. Was denn? Ja, könnten Sie aufhören zu rauchen? Das wäre voll nett. Ja, wieso denn? Waren erst so voll auf Krawall gebürstet. Ich so, ja, meine Frau ist schwanger. Und dann, und dann meinte seine Frau, ja, die ist wirklich schwanger, hier Richard oder wie er hieß. Und dann er so, okay, dann echt, das war Richard? Halt ja. Hat schnell noch einen Zug genommen und lässt die Zigarette damit ja, weg. Ohne Witz, und ihr neue, wirklich noch so super Slow Motion aufgestanden, dann weggegangen und war mega, mega angepisst. Welcome to Germany, ein Land voller Freundschaft und Freundlichkeit. Ja. Belastend. So, scheiße, genau, ich wollte noch erzählen, ich habe keine Kastanien bekommen. Ach, Maron, gib es nicht. Gib es nicht. Ja, aber echt nicht! Okay, weder frisch noch in der Packung! Also einmal anbraten von allen Seiten, dann zur Seite stellen und mit Senf befinden. Das ist eine schöne Sauerei. Aber eine leckere Sauerei hoffentlich. Das Filet ist angebraten, ist noch mit heiß, soll auch noch heiß mit Senf eingepinselt werden. Dann gehen wir auch mal da schön in die Ritze rein. Bin ja eigentlich nicht so ein Freund von Senf, aber so Senf bei Braten oder Rouladen. Nein. Senf, ich erklär's ja. Also pur.
Naja, so Senf mit Bockwurst oder sowas, das ist halt einfach so, bäh. Ja, aber ja. Wenn du das so zum Kochen benutzt, ist Senf mega geil. Mega geil. Sag ich ja. Sehr gut. Und die Knoblauchzehe. Die Maronen, die Knoblauchzehe, den Thymianzweig, die braunen Champignons in. Oh, braune Champignons. Ups! In einem Standmixer geben, Salz und Pfeffer und mixen bis eine Zehe passt. Ganz was anderes als Erbsen. Erbsen. Bohnen. Ja. Abschütten, einmal abwaschen. Weiß nicht, ob man das bei Makronen bei Maronen machen müsste. Ich meine, das sieht jetzt hier sehr ähnlich aus. Ein drittes Stück Knoblauch. Ach komm. Heute schwitze ich aber auch. Gut, dass ich so eine Pizmeat-Schürze habe, die man jetzt käuflich erwerben kann. Da kann man all seinen Schweiß, sein Blut, alles dran abschmieren. Und natürlich auch die Küchenreste. Auch und Champignons benötigen wir. Peter hat sie natürlich wieder nicht an. Jay hat die aber auch nicht an, möchte ich mal kurz ja, sagen. Ja, ich wusste doch nicht jedes Mal. Ja, das Wort Autism, ja. Ja, ja. Ich habe sie wenigstens schon häufiger angehabt als du. Ja, aber jetzt demnächst. Ja, ich habe extra ein Kochvideo gemacht, wo ich die anhab. Aha, sehr gut. Oder euch alle. 166. Wascht ihr eigentlich Champignons? Ich bin eigentlich eher ein Freund davon, die normalerweise zu putzen. Wenn die Champignons direkt danach verarbeitet werden, kann man die auch mit Wasser waschen. Und die Leute sagen, da geht irgendwie die Struktur vor und kaputt oder irgendwie sowas. Aber nein, nur wenn man die dann noch... Da ist Scheiße dran, ne? Also ich wasche die auch genau. Erde ist halt dran. Nee, das ist Scheiße. Ja. Das kannst du ja abmachen, aber ansonsten wasche ich die einfach nicht, weil dann werden die so... Bläh. Du kommst doch aus der größten Champignon-Farm am Niederrhein. Ja, aber ich dachte, das wäre Erde, was da noch dran ist. Nee, die wachsen doch auf so Misthaufen. Ja, auch, also die werden damit gut gedüngt. Aber die stehen ja nicht nur im Misthaufen. Ich will ja auch noch wachsen. Erde, oder? Ja, dann stell dich mal auf den Misthaufen. Das habe ich früher häufig gemacht. Das mit. Funktioniert nicht. Super lange feucht irgendwo rumgammelt. Also jetzt ich habe ja früher im Freibad-Kiosk gearbeitet, an der Fritteuse. Da waren es immer so 45 Grad in diesem Kiosk, weil da die Sonne auch voll drauf stand. Also das ist halt auch echt mal eine richtig fiese Kackarbeit. Was denn? Wie geil ist das? Den Freibad-Kiosk-Pommesmann geheiratet, ja. Den Pommesmann? Pommesmann ist schon gut, ey. Den Pommesmann. Die wollte mal einen Pommesmann heiraten, damit sie unendlich Pommes hat. Ja, sehr gut. The fuck. Also da würde mich mal auch interessieren, wie das bei euch ist, ob es gut ist, frischen Knoblauch zu nehmen oder nicht so frischen Knoblauch. Ja, richtig gut. Thymianzweig. Wie viel Thymian brauche ich denn? Ach, da war doch irgendwie halber Busch oder so, ne? Nimmst du jetzt einen ganzen Zweig oder was? Ach, den Thymianzweig, den ganzen Zweig da rein? Jo, was, oder ein Thymianzweig. Lol. Ich mache auf jeden Fall zu viel Paste. Aber wie gesagt, Bohnen, Champignons, Thymian, Knoblauch, das kann auch jetzt nicht die schlechteste Paste werden. Das ist so geil. Da kommt halt so wenig raus. So. Ich bin das Rezept. Jetzt nochmal von vorne hättest du reinschneiden müssen. Ah, diese Falltasten waren aber viel weg. Ich bin das durchgegangen und ich habe einfach nirgendwo gefunden, wo denn Weißwein benutzt werden soll. Hä, wo kommt eigentlich der Wein rein? Oder ist das für den Koch? Was braucht man denn den Weißwein? Da steht nichts vom Weißwein. Da steht nichts vom... Okay, nee. Wo muss der Weißwein rein? Also steht da zumindest nicht drin. Ich pack den Weißwein jetzt einfach mit hier rein. Ist einfach gewollt, dass man den danach trinkt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich würde da reinpacken. Keine Ahnung. So. Ich habe ihn einfach nicht benutzt. Ich habe ihn dann einfach komplett weggelassen. Wo habt ihr denn das Fleisch noch reingetan? Kam das noch in den Ofen? Ja. Das sollte vielleicht damit mit dem Blätterteig. Nee, aber das hatte keine Auflaufform. So, das wäre mit dem Blätterteig wäre irgendwie blöd, weil der Blätterteig saugt sich ja dann voll mit dem Wein. Im Rezept stand drin, die Paste so lange nachher in die Pfanne packen, bis die Flüssigkeit verdampft. Genau. Also war halt für mich naheliegend, dass man das in die Paste packt. Kann man so sehen, ja. Ja, das mit dem Maronen ist natürlich jetzt richtig belastend, aber hey, was soll man machen, ne? Aber wie stelle ich denn hier die Stufe ein? Und die haben viel ausgemacht. Die haben viel ausgemacht von dem Geschmack. Kommt der Herr mit seinen weißen Bohnen, weißt du? Er hat wenigstens für Ersatz gesorgt. Ja, ich hätte auch eine Stange Brot genommen. Wenn man Maronen bei Wish bestellt. Ja, genau. Gibt's hier eine Stufe?
Ja, an. Vielleicht hätte ich das vorschneiden sollen. Oh. Ja, das ist eine Pampe. Ah, ja. Bis eine zähe Paste entstanden ist. Ja, zäh jetzt nicht, aber matschig, ne? Diese dann in einer Pfanne ohne Zugabe von Öl braten, bis alle Flüssigkeit verdampft ist. Braten wir das in einer Pfanne ohne Öl? Geilen Schiss, Junge. Die Soße sieht nicht so glücklich aus. Die hat mit der Hitze zu kämpfen, glaube ich. Dancing-Flüssigkeit. Man, bis wann ist keine Flüssigkeit mehr drin, wenn das Pulver ist? Ich glaube, das ist jetzt die Paste, womit man das Fleisch schön bestreichen kann. Dann let's go! Das Schneidebrett mit Klarsichtfolie auslegen, darauf den Parmaschinken drapieren. Die einzelnen Scheiben sollten sich dabei großzügig überlappen. Ich habe 2 Stück. Für jeden 3 Scheiben sehe ich hier gerade so ein bisschen. Im Prinzip kann ich das einfach so hier hinlegen, oder? So. Okay. Nun die Pilzmasse drauf verstreichen. Guck mal, wie gut das läuft hier. Okay, Maronenpaste aufgetragen. Das Rinderfilet drauflegen und mit Hilfe der Klar. Wait, das Rinderfilet? Ah ja, klar, haben wir auch. Schweinefilet? Ei kommt da rein. Schweinefilet gekauft? Nee. Das drauflegen oder so, das passt ja gar nicht. Wir müssen etwas weniger großzügig die Sachen hinlegen. Alter, das kann ich doch nicht in den Kühlschrank packen. Das ist doch fucking heiß. Für ein Rinderfilet drauflegen. Ja, das ist mittlerweile abgekühlt. Ja, da ging es los. Oh, ist das schön. Das war scheiße. Oh, willst du nicht ziehen, habe ich dich fest in Rolle. Wir machen nur was. Noch zusätzlich. Ne? Ja. Oh, so, geht ja darum, dass das gut fest ist alles. So. Ja. Das sieht gut aus. Wenn ich das Filet halbieren würde oder dann. Ja, die Kamera habe ich. Ich habe den Kamerawinkel nicht perfekt getroffen diesmal. Ich weiß auch nicht wieso. Warte. Ja, das sieht gut aus. Das war ja, der Cut sah ja vorher richtig schlimm aus bei Braten. Ja, und das sieht gut aus. An der einen Seite nicht mal eingebraten, ne? Das ist scheiße. Keine Ahnung warum. Vielleicht muss es dann dementsprechend nicht so lange. Und so. Und Jay hat gebastelt. Das kann auch gehen, vor und hinten nicht. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Wie soll ich das zu einer Rolle machen? Okay. Also Rezept ist halt Much. Schön verpackt. Das Stück ist hier wirklich ein bisschen problematisch, weil das kriegen wir nicht zu. Das ist jetzt oben halt offen. Tschüss. Circa 15 Minuten Kühlschrank ruhen lassen. Okay, dann sehen wir uns in einer Viertelstunde wieder. Hallo, Schätzelein. Boah, das... Also das ist halt schon Küchensex. Ist schon leer. Ich muss mich ja outen als leer. Kein Freund von Blätterteig. So, Bram steht ja beispielsweise total auf Kassler mit von Blätterteig. Du bist auch kein Freund von Blätterteig. Ich bin aber auch generell, ich bin da wirklich kein Freund von Blätterteig. So, gut, dass wir noch nie so viel Blätterteig bei den Rezepten benutzt haben. Naja, wir haben mal Baklava einmal gemacht. Und? Und nochmal irgendwas eingewickelt. Ja, wir haben nochmal was gemacht. So komische Tüten, weißt du? So. Ja, ja. Gesundheit. Irgendwas war da nochmal mit Blätterteig, oder? Ja, aber da habe ich das bewertet. Ja, ja. Wahrscheinlich auch nicht so gut. Oder sowas. Gott, bist du fettig, ey. Gott, du kleines Baby, komm rüber zu mir. Hier, komm jetzt. Das ist schon wieder nicht passend. Das passt ja super hier. Ja, Moment. Und. Hoppala. Mann, echt. Jetzt muss feste gewickelt werden, wa? Oh, Peter, der passt auch. Wieso klebt hast denn der mal gerollt? So krass an der. Ja. Hast du nochmal ausgerollt? Ja, genau. Ich hab tiefgefrorene Blätterteigscheiben gehabt, die habe ich nochmal ausgerollt. Achso, du hattest. Eine scheiß Folie! Für eine Scheiße! Gott, it's a mess. Oh Mann, was eine Scheiße. Oh, weg. Ich lass mich hier noch nicht von so einem Blätterteig verarschen. Bitte funktioniere, bitte. Wieder für 15 Minuten in den Kühlschrank. Ich habe das mit diesen Ruhezeiten noch nie verstanden. Ich bin so ein unentspannter Typ beim Kochen. Ich will einfach essen.
Okay, die zweiten 15 Minuten sind bald um. Wir brauchen ein Eigelb noch, das wir verquirlen. Komm, Eiweiß, geh weg. Ich will mal nicht. Das Rinderfilet auf ein gebuttertes Backblech legen. Das ist ein Backblech. Was ist denn ein gebuttertes Backblech? Gebuttertes. Butter auf Backblech. Surprise. Schön. Ich kann auch die Folie einwickeln. Mal gucken, ob das reicht oder vernünftig ist, keine Ahnung. In dem Rezept steht, man sollte das auf einem Backblech machen. Da halte ich aber nicht so viel von. Eine Auflaufform kann ich nämlich schön in die Spülmaschine packen und Backblech nicht. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Sehr gut, Jonas. Nein! Jo, ist ein bisschen eingerissen. Blätterteigfolie mit verquirlten Eigelb bepinseln und mit Messerrücken zunächst. Okay, wir bepinseln es erstmal. Kommt denn nicht eigentlich auch Butter mit drauf? Auch so Blätterteig? Habe ich das falsch im da Kopf? Da ist schon Butter so drin. Riss machen und, zwar eine ganze und dann Menge. Irgendwie so einfach so ein bisschen einschneiden. Ach komm, hier machen wir mal einfach so ein Mondgesicht. So ein J-Gesicht machen wir. Ah ja, drei Haare müssen wir noch. Eins, zwei. Ich weiß schon, wer was bekommt. Ach komm, vier. Ich bin Gönner. So, mit einem Messerrücken ziehe ich eine Linie mittig von einem Ende zum anderen ziehen. Lies den Satz danach. Ja. Okay. Der war darauf achten, dass die Oberfläche ist und das nicht durchtrennt. Scheiße. 20 bis warum kommen solche Sätze Minuten immer danach? Gas. Ja. Oh Gott! Wie fies! Oh, man hat deinen Rücken gesehen. Und die Oi. Gut aussehen tut es ja. 41. Das passt nicht mal ansatzweise. Ich muss eine Folie drüber tun, damit es nicht anbrennt. 7 Minuten später. Immer noch rare. 47 interne. 46 ist halt viel zu wenig, meiner Meinung nach. Es muss halt schon über 50 sein. Fleischtemperatur. Wir brauchen 52. Und nächster Versuch. Krass. Okay. Ja, dürfte passen. Huh. Oh. Huh. Oh. Ich bin so geil auf dieses Fleisch, sagst du euch, wa? Bis sofort zu probieren. Wie? So ist er geworden. Oh, schön. Ja, das war echt gut. Schick geworden. Also es ist Medium geworden. Sieht gut aus. Boah, hab ich gerade gesabbert auf den Teller. Okay, sehr, sehr geil. Doch, Rosé. Das ist auch gut. Also das hat sehr gut funktioniert. Guckt euch das an. Ja, warum steht das bei mir nicht scharf? Das ist halt so der Boden, dieser Blätterteig. Ja, guck mal, Peter, da, woran liegt das jetzt, dass deins nicht so perfekt ist? Wie viel Temperatur hast du? War das zu viel dann doch noch? Wie ich finde das eigentlich ganz gut. Kurz da durchhaben? Nee, noch ein bisschen weniger. Dann eine schöne Farbe. Also das, da siehst du diesen hellroten Bereich? Ja. Der medium. Ist medium rare, das ist die Innentemperatur. Ja, medium, also medium rare. 52 Grad, 52 Grad ist medium rare. Ja, aber bei dir stand noch 56 Grad dran, deswegen frage ich ja. Wenn dir nee, von der weniger, da stand 50 Grad. Das Ding ist halt zu groß, um da zu sagen, ja, wenn du innen dann medium rare hast, dann ist außen aber halt schon durch. Weil ja, die genau. Jetzt ja erstmal reinkommen muss. Der wird ja mit Sicherheit auch einen Außenbereich haben und dann ist das medium. Ja. Also ich war recht zufrieden eigentlich. Das ist halt so der Boden, dieser Blätterteigboden. Ist zwar weich, aber schmeckt trotzdem gut. Oha. Okay, die Maronencreme schmeckt mal deutlicher, als ich erwartet habe. Schmeckt mega, mega, mega gut. Ja. Alter Vater, richtig geil. Ich weiß nicht, ob der Blätterteig hätte länger sollen müssen. Also das Fili ist wirklich sehr, sehr lecker. Vielleicht wirklich ein bisschen zu dicker Blätterteig. Ich glaube, hierfür brauche ich nicht mal eine Soße. Du hast doch gar keine Soße. Ja, boah, Alter. Junge, boah. Jacques Cousin, mit so ein paar Sachen, Abzug in meiner eigenen Note, weil ich zu doof dafür war. Aber so schon geil, gibt eine 8,5 von 10. Aber insgesamt gesehen gebe ich dem Rezept tatsächlich, glaube ich, nur eine 7 von 10. Liegt vielleicht auch an dem weißen Boden, das kann ich jetzt natürlich schlecht sagen. Ich gebe da als eiskalt eine 9 von 10. 9 von 10 Punkten. Alter Junge, ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, immer fisten. Und kauft uns ein Merch.
Ja, das war doch sehr gut. Ja, vielleicht waren es dann wirklich die Bohnen, weil bei uns anderen war es ja... Richtig stark, aber wir gehen voll einer ab. 8,5 von 10. 9, 9. Das sind auch keine Maronen, Bram, ne? Also jetzt die Maronen. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaub, ganz ich ehrlich, ich finde dieses Matsch... Hattet ihr auch, dass der untere Teil schon durchaus ja. recht matschig ist? Und das finde ich nicht so nicht. Geil eigentlich. Bei dir nicht. Wie hast du das denn dann gemacht? Aber vielleicht lag es halt daran, dass er ein kleineres Stück hatte. Genau, ich hatte halt, ein kleineres. Ich habe es auch nicht so lange reingemacht, wie es drin stand. Plus, es war halt auch wirklich null wässrig. Also, das war wirklich, der ganze Fleischsaft ist drin geblieben. Also, wenn bei euch das unten so wässrig war, dann lag es vielleicht da dran, weil ihr so ein großes Stück auch hattet. Ich muss auch zugeben, ich habe tatsächlich... am nächsten Tag habe ich, also ich habe das Filet dann, also das Restfilet noch, also ich habe das gegessen, die Portion, die auf dem Teller war, und danach habe ich das Restfilet, was noch in der Auflaufform war, habe ich aus dem Blätterteig rausgebrokelt, in Alufolie eingelegt und dann für den nächsten Tag noch behalten und den Rest halt weggeworfen, weil das halt echt nicht so geil mehr war. Ich habe am nächsten Tag noch den Blätterteig gesteckt. Der Blätterteig am Tag genauso der gut. Pampe, das war irgendwie, Nee, ich würde dem, glaube ich, auch nicht mehr 7 von 10 geben. Also ich muss echt darauf achten. Eigentlich müsste man das erstmal ganz essen und dann am Ende nochmal bewerten. Ja, das stimmt. Das habe ich mir schon ein paar halt Mal gedacht. Ja. Biss, weil ja. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich es am Ende dann doch schlechter bewerten würde als der erste Bissen. Es kommt dann ja auch so eine Eintönigkeit mit rein. Ne? Also du hast jetzt eine Zutat oder eine Sache, die du nur die ganze Zeit gegessen hast. Das kommt natürlich auch immer noch mit dabei. Ich glaube, ich würde auch nicht nochmal 9 von 10 geben. Ich würde auch eher Richtung 8 tendieren, wegen diesem... Ich so bei 5. Ja. Oh. Ja, unter der Voraussetzung, dass man das Produkt Filet vielleicht lieber anders zubereitet hätte. Ja. Sehr viel lieber anders. Ja, gut. Das war mal wieder ein React auf Pete's Meat Kocht. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch hoffentlich ebenfalls. Und heute kommt eine neue Pete's Meat Kocht Folge und da wird's süß. Hass dich, Andy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.